hatte einen gewissen Charme. Also er war amüsant, er war natürlich auch voller Klischees. Also gut, die heile Welt der Schlagerstars, diese heile Kulisse von Dresden, ja. Aber es hätte Potenzial, wirklich. Ja, war schön, dass es recht witzig war. Man war ganz ordentlich, ne? Und mal von Dresden, das ist höchste Zeit, dass man was von Dresden wieder kommt. Ich fand das ganz gut, ganz spannend. Ja, ich habe nicht das ganze Sächsisch verstanden. Aber die Bilder waren schön. Ich fand den Tatort ziemlich witzig. Es kamen ein paar Sachen vor, wo ich der Meinung bin, man kriegt da ein ziemlich schlechtes Bild von den Dresdnern und von den Sachsen, wenn man das so als Außenstehender sieht. Aber sie haben sich ziemlich viel Mühe gegeben und ich kann mir gut vorstellen, dass der nächste Dresden-Tatort, wenn es denn einen gibt, einschlägt wie eine Bombe.